Ich bin jetzt auch nicht dafür. Hallo Dieter, du gehörst zum Jensi-Team und bist einer der bekanntesten Meeresangler Deutschlands. Amtierender Weltmeister? Nein, nicht amtierender. Nicht amtierender? Das ist ein paar Jahre her. Das ist ein paar Jahre her. Aber einer der bekanntesten. Ja. Was macht für dich den besonderen Reiz des Meeresangelns aus? Für mich ganz ehrlich, ich esse gerne Fisch. Die Fische, die wir bei uns in der Ostsee fangen, kann ich alle essen. Okay. Kann ich alle verwerten in der Küche. Du bist seit Jahren dabei. Du kennst den Angelsport und die Szene. Wenn du die Angelsportler vor 20, 30 Jahren mal mit denen heute vergleichst, was ist da für dich der größte Unterschied? Die Angelsportler selber, also das Gerät. Das Gerät ist feiner geworden. Die Baumaterialien, die Wirbel, die Haken, alles ist kleiner, dünner, feiner. Das ist der wesentliche Unterschied. Und die Schnüre sind dünner geworden. Okay, du gehörst zum Jensi-Team. Du wirst dort auch unterstützt in deiner Angelei. Was macht für dich die besondere Attraktivität der Mitgliedschaft beim Jensi-Team aus? Ich sage mal, wir sind eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Wir treffen uns zweimal im Jahr zusammen mit den Vertretern und dem Firmenchef zum gemeinsamen Fischen, zum Austausch für ein paar Tage. Die letzten zwei Jahre zum Beispiel auf Insel Rügen beim Meerfreien Fischen und haben viel Spaß dabei. Vor allen Dingen abends. Beim Fastenbrechen. Jensi wirbt ja damit, dass sie bezahlbares und gleichzeitig qualitativ gutes Angelgerät auf dem Markt anbieten. Ich unterstütze voll. Okay. Das kann ich wirklich sagen. Jensi steigt in dieser Saison auch mit einigen Rollen wieder ins Angebot ein. Hast du die schon gefischt? Kennst du die Rollen? Die sind vorher, also bevor sie in den Katalog aufgenommen wurden, von mir getestet. Vor allen Dingen beim härtesten Angeln, beim Brandungsangeln. Ich habe zum Beispiel meine Testrolle mit. Ne? Zeigen, dass sie wirklich auch nach mehrmaligem Gebrauch noch aussehen, als wenn sie aus dem Laden und sie wickeln. Ne? Das ist A und O ist eigentlich. Man sieht die perfekte Verlegung. Ne? Das ist jetzt welches Modell? Das ist die 8000, ne? Die zum Karpfen bzw. Brandungsangeln. Und das wirklich auf weite Würfe saubere Verlegung ankommt. Ne? Ich habe hier eine mehrfarbige geflochtene Schnur drauf, damit ich immer weiß, ne, wie weit ich geworfen habe, bzw. wie weit mein Köder von der Angel entfernt liegt. Ne? Dieter, damit wären wir am Ende des Interviews. Beende doch mal die folgenden Sätze in eigenen Worten. Meine liebste Angelart ist? Meerfreien Fischen. Mit der Badhose, vom Ufer mit der Spinnangel. Mein letzter Angeltrip führte mich? Zum Brandungsangeln, weil Mitte September beginnt bei uns das Brandungsangeln. Und es sind eigentlich die besten Wochen. Mitte September bis Mitte Oktober. Der letzte von mir gefangene Fisch war? Wie groß? Nicht sehr groß. Die Fische in der Brandung bei uns haben im Schnitt so 40, 45 cm. Und der letzte gefangene, sag ich einfach mal, 47, 48 cm. In meiner Ködertasche? Zwei Scheiben Filet. Zwei Scheiben Filet. So messe ich eigentlich. Okay. In meiner Ködertasche findet sich zum Spinnfischen auf jeden Fall? Ja, der neue Digga Jumper. Das ist ein Köder, der ein Bleigewicht. Nein. Gewicht aufgeklebt hat, der fliegt eigentlich. Und das ist jetzt meine Tasche, mit der ich am Strand laufe, ne? den ich in meiner Jackentasche hängen habe. Das ist unser neuer Jumper, der war auch schon im Einsatz, sieht man, es fehlt schon ein bisschen Farbe. Ne? Wobei ich sehr darauf achte, eben, nicht, dass er vernünftigen Drilling hat, nicht zu klein, nicht? Ein Zweier Drilling, VMC, das ist schon das Richtige. Ne? Die Farben sind mir eigentlich relativ egal. Nur rot-schwarz habe ich immer mit. Ich wünsche mir als zukünftige Innovation für den Angelsport. Schwere Frage. Schwer zu beantworten. Ja, macht nichts. Okay. Nee, habe ich nicht. Bist soweit glücklich, ne? Ja, das wird also ziemlich alles bei uns umgesetzt. Okay. Das dauert zwar, ne? Man kann ja nur nicht alle Geheimnisse vorher verraten, bevor sie auf den Markt kommen. Okay. Das ist so. Dieter, dann vielen Dank und viel Petri.